schon haben. 70! Ich kann noch was hören. Also 70 Kilometer waren es gestern, die wir, wenn wir schon beim guten Zweck sind, hier links von mir, also von euch aus gesehen rechts, hat der rothaarige. Und bezahlen Steuer, ja. Thank you.
Fahrradergometer, der Stefan ist und am Start aus Brandenburg, sozusagen meine Community. Ja! Und für jeden gefahrenen Kilometer auf den Rädern oder besser gesagt auf dem Rad wird ein Baum hier im Harz gepflanzt. Es gilt das Ergebnis vom letzten Mal zu übertrumpfen, das waren irgendwas in die 300 Kilometer. Hast du schon ein Ergebnis, wie viele Kilometer wir jetzt schon haben? 70! Ich kann noch was hören. Also 70 Kilometer waren es gestern, die wir ab Nachmittag erradelt haben. Jetzt haben wir ja mehr Zeit, das heißt also mindestens heute 140 möchte ich dann am Abend verkünden können und dass wir morgen dann Minimum die 300 schaffen. Wenn wir schon beim guten Zweck sind, hier links von mir, also von euch aus gesehen rechts, hat der Rotary Club seinen Stand und da gibt es locker Bratwurst in Brötchen zum Preis von 4 Euro. Das ist auch für einen guten Zweck, nämlich um zwei Projekte hier in Wernigerode zu unterstützen. Das ist einmal das Jugendcafé im schiefen Haus, hier die Straße hoch. Und zum anderen das Heim im Küsterskamp. Dort werden Menschen mit Handicap betreut. Und damit sie mal den netten Nachmittag erleben können oder mal eine Fahrt machen können, dafür wird Geld gebraucht und dafür wird es heiß gesammelt. Das heißt, erst wieder den Rostessen, dann ein Fahrradangelegenheit, Fahrrad aus dem Zelt kann, was wollen wir mehr, außer dem schönen Wetter. Jetzt können wir uns aber ein wenig sportlich bewegen und dabei eher den dritten Teil der folgenden Aufmerksamkeit aufrufen, denn es heißt dann, Tai Chi zum Glück machen. Meine Person? Jetzt mit mir, sonst geht's.
kann sie morgens um.
Ihr könnt ja einen oder anderen nichts. Ist das auch mal so? Das ist auch mal so.
gleiche alte Weg hin. Ha!
Forschungsunternehmen in Hannover. Was man mit einer Seite so einstellen kann. Unglaublich. Ja, jetzt begegnet in einer Region Vietnams, nämlich nach Quan Nam. Ja, Quan Nam. Endlich mal. Es ist eine Region mit zwei Weltkulturen. Zum einen die Altstadt von Hoi An und zum anderen das Heiligtum Misun. Misun. Die Einwohner von Quan Nam im Allgemeinen und besonders in Hoi An haben die kulturellen Spuren der Cham-Kultur gut bewahrt. Genau, im nächsten Programmteil wird die Tanzgruppe aus Hoi An eine Szene aus dem Leben der Cham-Menschen durch die Aufführung Thion Nữ Làng Cham, die jungen Frauen aus dem Cham-Dorf, zum Leben erwecken. Ganz viel Spaß dabei. Wie gut, dass du den vietnamesischen Part übernimmst. Also, viel Spaß dabei und lassen sich verzaubern von den Klängen und den Farben. Hallo Frau Doktor! Deswegen waren da schon mal nicht. Genau, das gehört richtig.
Das ist so weit. Thank you.
much. Gebäude wieder reprivatisiert werden konnten.